Jan Malte, hier ist ein Unfall passiert. Ich sichere schon mal ab. So, nur Fackel. Holst du noch den anderen Rucksack, falls wir noch einen brauchen? Sauerstoff. Achso, ja. Defi machen wir auch schon mal bereit. Ja, vorbereitet. Hier, ich guck schon mal die Latte an. Jo, sag hier, eingeklemmte Person. Mindestens Alter, der fünf Verletzte. Ja, Leute, das, was ihr seht, ist natürlich völlig übertrieben. So würden wir das im Ernstfall nie machen. Ihr kennt die Leute alle. Tragen Gurte, wie der Marius und ich, im Einsatz, im Rettungsdienst, in der OV. Und sind eigentlich verschrien, auch so in der Feuerwehr, als die Heißdüsen, die Rettungsrambos. Alle so diese ganze negative Geschichte, wo gesagt wird, hier die jungen Leute machen viel zu viel Scheiß und können im Endeffekt gar nichts. Und darum geht's heute, denn... Was ist unsere Frage heute? Genau, wir haben uns die Frage gestellt, Rettungsrambo, sowohl Feuerwehr, Rettungsdienst als auch Ehrenamt, mit so einem Gurt an, Notfallrucksack im Auto. Was hat es damit überhaupt auf sich? Wie sieht es da so aus? Können die überhaupt was? Das ist ja, wie der Jan Malte mal sagt, die kompensieren ihr Nicht-Können quasi mit irgendwelchem Equipment. Genau darum soll es heute gehen. Das ganze Thema ist heiß debattiert, gerade unter Kollegen im Rettungsdienst. Denn wer sich viel engagiert, selbst Sachen anschafft, die er dann im Dienst benutzt oder bei sich trägt, oder wer sich nur ehrenamtlich engagiert, der ist dann schon direkt abgestempelt als nassgeschwitzt oder als Heißdüse oder wie gesagt als Rettungsrambo. Das ganze Equipment, was wir jetzt hier aufgefahren haben, haben wir natürlich normalerweise nicht alles in unserem Auto. Was ihr ja schon wisst, ich und der Jan Malte, wir haben beide zum Beispiel einen Notfallrucksack dabei, haben beide so einen Gurt, aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt gleich nochmal genauer drauf ein. Genau. Ja, Leute, natürlich ist das hier von uns übertrieben dargestellt. Das haben wir da auch nicht bei uns im Auto dabei. Lediglich hatte Marius, genauso wie ich, einen Rettungsrucksack im Kofferraum, einfach um bei einem Unfall vernünftig helfen zu können. Aber Marius, wie ist das eigentlich rechtlich gesehen mit so einem Rucksack im Kofferraum? Da sagen immer viele, boah, hier Medizinprodukte und sowas, das dürft ihr ja gar nicht haben. Ja, ja. Genau, also wie der Jan Malte schon beschrieben hat, habe ich hier so einen kleinen Rettungsrucksack oder Notfallrucksack dabei. Da drin sind aber nur die Dinge, die sozusagen für mich auch zugelassen und freigegeben sind, weil ich Notfallsanitäter bin. Das heißt, Sachen wie Medikamente oder sowas oder Sauerstoff vor allem habe ich nicht dabei. Dinge, die für mich aber ganz normal sind, weil ich sie tagtäglich ausübe an der Arbeit, wie jetzt zum Beispiel den Zugang, Blutdruck messen, Diagnostik, ich habe Kühlakkus dabei, Verbandmaterial, so ganz normale Dinge, die habe ich halt dabei, einfach damit, wenn ich irgendwo hinkomme, ich das Zeug bräuchte, ich es dabei habe. Ja, das macht ja auch Sinn. Wir konnten zum Beispiel den Kommentaren entnehmen und auch über viele persönliche Gespräche feststellen, dass ganz viele, die nicht aus der Branche kommen, diese ganze Debatte überhaupt nicht nachvollziehen können. Genau. Die ganzen Handwerker, mit denen wir zum Beispiel gesprochen haben, die haben auch gesagt, ja, wo ist jetzt das Problem? Ich bin Elektriker und habe meinen Elektriker-Rucksack, nee, sag mich, wie nennt man es? Werkzeugtasche. Genau, im Kofferraum. Deswegen, die Diskussion an sich ist eigentlich nur innerhalb der Branche in zwei Lager gespalten. Die einen sagen, okay, ich habe selbst was dabei, ich kenne ganz viele, die selbst was dabei haben. Und dann die anderen, die sagen, nö, ich habe gar nichts dabei, auch im Rettungsdienst brauche ich nur einen Kuli und sonst gar nichts. Ja. Und dazwischen klafft eine riesen Spalte, sage ich mal. Genau. Aber du fragtest, wie sieht es überhaupt rechtlich aus? Also das ganze Zeug zum Beispiel, was in meinem Notfallrucksack ist, ist alles frei verkäuflich. Das heißt, man kann all das im Internet frei erwerben. Ihr könnt euch das genauso frei erwerben. Die Frage ist natürlich, was macht Sinn? Das heißt, habt ihr nun einen Erste-Hilfe-Kurs und ihr holt euch dann Zugangsmaterial,
würde natürlich jeder sagen, das ist absolut übertrieben. Ist es auch. Also da sollte man sich schon darauf beschränken, was kann ich, was habe ich gelernt, was mache ich vielleicht auch tagtäglich. Mhm. Aber an sich kann ich es erstmal frei kaufen. Die ganze Sache ist, das hat auch rechtlich zum Beispiel was mit dem rechtfertigen Notstand zu tun. Das heißt, selbst wenn ich nur Rettungssanitäter bin, ich habe einen Patient, der ist jetzt wirklich vital bedroht, hat ein akutes C-Problem, Blutdruck von 70, keine Ahnung. Ich lege dem jetzt einen Zugang, das klappt alles und hilft auch, dann ist das Ganze kein Problem. Das Ding ist natürlich, wenn ihr jetzt nur Ersthelfer seid, ihr legt einen Zugang, da geht am Ende auch noch was schief, dann ist die Sache natürlich ganz blöd. Ja, Jan Malte, und wir sind auch eben noch auf Sauerstoff und zum Beispiel ein AED eingegangen. Wie sieht es damit aus? Ja, da ist es natürlich so, dass es Medizinprodukte sind, die auch geprüft werden müssen. Und sowas können wir im Fahrzeug nicht transportieren. Und wenn wir gerade im Thema Sauerstoff sind, kommt da eh noch so ein ganz großer Punkt Ladungssicherung dazu. Denn so eine Flasche steht unter Druck und wenn die einmal durchs Auto marschiert, habt ihr nicht nur eine neue Öffnung, sondern auch ein kaputtes Fenster. Also es wäre ganz schlecht. Oder ein Auto weniger. Oder ein Auto weniger, wenn es ganz schlecht kommt. Also von daher, natürlich, sowas nimmt man nicht mit. Ja. Wichtig ist, denke ich, einfach zu signalisieren, das Ganze muss im Rahmen sein. Es soll nicht übertrieben sein, wie in dem Falle. Aber habt den Notfallrucksack dabei, ihr kommt zum Unfall oder zur Reanimation, dann ist es immer schön, wenn man ein bisschen was dabei hat. Natürlich, wir haben es in jedem unserer Videos, wo wir unsere Notfallrucksäcke gezeigt haben, 100-mal gesagt, natürlich sind erstmal die Basics wichtig, aber natürlich gibt es halt auch Krankheitsbilder, da komme ich irgendwann mit Basics nicht mehr weiter. Dann bin ich froh, halt, wenn ich einen Zugang legen kann bei einer allergischen Reaktion oder sowas. Genau. Also das macht durchaus schon Sinn. Und vor allen Dingen auf dem Land, wo der nächste RTW mitunter auch mal mehr als eine Viertelstunde braucht, bis er da ist. Es soll natürlich auch, wie am Anfang versprochen, um das heikle Thema des Koppelgurts gehen. Unter meinen Kommentaren könnt ihr zum Beispiel lesen, dass das ein absolut heikles Thema ist. Für mich völlig unverständlich, dass es so heiß diskutiert wird. Jan Malte. Ja. Worum geht's? Im Endeffekt das, was alles an deiner Koppel dran ist. Da regen sich die meisten Leute drüber auf. Für was braucht man das überhaupt? Das haben doch alles auf dem Fahrzeug. Wenn ich es hole, hole ich es mir vom Fahrzeug. Oder wenn ich es brauche. Klar, kann man machen. Aber wenn die Situation es erfordert, dass man schnell handeln muss, ist es meistens nicht damit getan, dass man erst mal 5 Minuten zum Auto läuft und das Zeug holt. Ganz einfaches Beispiel. Ihr seid irgendwo im Dunkeln, braucht eine Taschenlampe. Ganz unpraktisch, wenn ihr da mit dem alten Suchscheinwerfer vom Auto zurückkommt. Die machen meistens gar nicht mehr so hell. Dann, ihr müsst irgendwas wegschneiden, sei es jetzt Gurt im Auto oder ähnliches. Habt ihr ein Messer dabei? Oder ihr müsst irgendwelche anderen Sachen wegschneiden. Habt ihr hier noch eine Schere? Das sind einfach alles kleine Hilfsmittel, die einem das Leben einfacher machen. Ihr werdet alarmiert. Ja, dann habt ihr den Melder irgendwo in der Hosentasche, das Handy dahinter, das Ding vibriert, Scheibe kaputt. Ganz schlechte Idee. Dafür ist so ein Gurt natürlich praktisch. Aber auch so eine ganz banale Geschichte wie der Dienstausweis. Mitunter ist es ja auch der Schlüssel, um irgendwo reinzukommen. Sowas hat man natürlich alles gern griffbereit. Ja, kurzum, es ist einfach alles nur ziemlich banales Zeug, was man dabei hat. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie die Vicos mit Infusionssystem und alles schon am Gurt hat. Darum kommt es gar nicht an. Einfach ist es ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr schnell reagieren müsst, das Zeug am Mann habt und nicht groß suchen müsst. Und vor allen Dingen, es ist eine echte Erleichterung, wenn ihr in der Wache seid, gerade keinen Einsatz habt, seid ihr auf der Couch, im Bürostuhl oder wollt auch schlafen gehen, dann habt ihr es natürlich wesentlich einfacher, als wenn ihr immer das an einem Gürtel habt, der in der Hose drin ist, wo dann immer die ganze Hose wegtun müsst. Das ist unpraktisch. Dafür ist so ein Gurt einfach, ja, aus unserer Sicht die beste Lösung. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr einen Notfallrucksack dabei habt oder vielleicht sogar ein Spineboard oder ob ihr so eine Koppel im Rettungsdienst benutzt. Das würde uns mal interessieren. Und ob ihr auch schon mal Probleme hattet oder euch rechtfertigen musstet dafür, dass ihr euch private Dinge angeschafft habt. Am Ende bleibt nur noch zu sagen, warum haben wir das Video überhaupt gemacht? Wir wollen hier natürlich keine Werbung für Koppeln machen oder für Notfallrucksäcke. Werbung machen dürfen wir ohnehin nicht. Sondern es geht uns darum, einfach für mehr Toleranz zu sorgen. Allein die Diskussion darüber, warum Rettungsdienstmitarbeiter so ein Koppel tragen oder warum nicht, ist meiner Meinung nach völlig irrsinnig. Meiner Meinung nach ist es so, wenn mir ein Kollege sagt, okay, ich brauche nur einen Stift im Rettungsdienst oder ich würde mir niemals einen Beatmungsbeutel ins Auto legen, dann ist das für mich genauso okay, wie wenn ein Kollege sagt, ja, ich habe hier einen noch größeren Notfallrucksack als du, dann ist es für mich genauso okay. Also meiner Meinung nach kann jeder das tun, was er will, solange es im Rahmen ist. Wenn jetzt jemand natürlich damit anfängt und fährt Sauerstoffflaschen und Medikamente mit sich privat rum, dann hört es natürlich irgendwann auf. Aber wenn es alles im Rahmen ist, so wie wir es
nicht vorgestellt haben am Anfang, dann ist es alles völlig okay. Wie schon gesagt, es geht einfach nur darum, dass es praktisch ist und wir wollen einfach zeigen, warum wir es dabei haben und wie es aussieht. Richtig. Und wo wir gerade bei heiß diskutierten Themen sind, hier oben findet ihr das Video zu unseren Notfallrucksäcken, die wir im privaten Pkw haben. Und hier unten findet ihr ein ganz spannendes und fesselndes Thema aus dem Funknetzwerk. Viel Spaß beim Gucken. Macht's gut.